Do you feel the pulse? Moin Moin Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft LP. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Haus weitergebaut und da machen wir heute einfach mal weiter. Es fehlen nämlich noch ein paar Lava-Spots, aber erstmal gehen wir einfach mal in unserem neuen Schlafzimmer schlafen. Yippie! So. Wir sind dann auch bald so weit, dass wir dann hier auch offiziell mal einziehen können, aber erstmal wollen wir jetzt hier noch ein paar Lava-Spots und darum kümmern wir uns jetzt erst einmal. Also hier müsste so einer hin, denke ich. So. Und so. Einmal die Lava hin, dann nehmen wir Holz. Zack, 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 zack. Zack, und das brennt auch nicht. Sehr schön. Gut, dann zack, 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 zack. Und hier, da muss in dem Abteil einmal das noch hin. Und so, und hier muss das Ding auch nochmal hin. Und so. Den hier können wir schon fertig machen. So, so. So, so und so. Und dann müssen wir erstmal neue Lava holen. Das machen wir auch mal, würde ich sagen. So. Vielleicht schaffen wir es dann mal nächste Woche in die Höhle zu gehen oder so. Ich hab da jetzt mal Bock drauf, irgendwie so langsam. Da weiß ich ja mal. Ein paar Folgen einfach in einer richtig großen Höhle verbringen. Ich habe da schon was gefunden. Wo wir eventuell wirklich ein paar Folgen verbringen können. Mit Erfolg. Und ich meine nicht den Minenschacht, ich habe das ja schon mal gezeigt. Die eine andere Höhle da. Ich kann nicht auf die Feinzoom machen, scheiße. Und dann noch. Und sogar noch eine zweite Sache, das können wir später mal irgendwann noch machen. Aber ich denke, wir haben hier noch da. Was das angeht. Okay, jetzt kommt hier einmal eine Lava rein und hier einmal eine Lava rein. Dann machen wir jetzt zack, 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 zack. Und damit das nicht anfängt zu brennen, einfach mal das Gas drüber. Dann passt das schon. Zack, 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 zack. Und Glas drüber. So. Dann wäre der Flur auch fertig. Haben wir da auch genug Fackeln? Muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, die sind gesetzt schon. Also das passt soweit. Muss ich mal ganz kurz gucken. Den Raum hatten wir auch schon fertig. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch dieser Raum hier. Was die Lava-Spots betrifft. Warte mal. Machen wir mal so. So, passt schon. Einmal die Lava rein. Ich nehme natürlich auch noch einmal so und so und Glas, genau. Hier machen wir dann das sowas ähnliches wieder. So, so und so, genau. So, so und so. Und jetzt brauchen wir noch zwei Eimer Lava und dann hätten wir das noch schon. So, genau. Fackeln sind schon gesetzt, dann holen wir jetzt mal schnell die zwei einmal Lava und dann habe die erste Etage auch, bis auf die Türen, dann auch fertig. Ich könnte mal Türen holen eigentlich jetzt mal. Das machen wir mal. So, haben wir gar nicht mehr so viel Sensor gebraucht dafür, aber passt schon, haben wir für nächstes Mal noch was. Weil da kommt ja noch eine zweite Etage schließlich drauf. Also, ja. Dann nehmen wir mal ein paar Oak Doors mal mit hier. Warte, wo? Das Zeug, ja. Okay. Das reicht für drei Türen, das reicht natürlich nicht aus, ist klar. Noch mal ein paar Türen. Warte mal, eins, zwei, drei.
4, 5, 6, 7. Irgendwas. Ich mache mal einmal Türen. Das reicht hier sonst irgendwie nicht. So, ich hoffe mal, das reicht jetzt aus hier. Dann mache ich mal mit. Wieso habe ich nur auf die 1.13 geupdatet, ey? Jetzt hätte ich aus Akazienholz schön diese Eichendruckblätter machen können, aber nein, 1.13 verbietet mir das. Ach, scheiße. Gut, einerseits ist es auch cool, andererseits macht es mir gerade das Leben schwer irgendwie. Das ist nicht so schön. So, ich hoffe mal, das reicht aus erstmal soweit. Ja. Wissen tue ich es natürlich nicht. So. Okay, jetzt muss als erstes erstmal hier eine Tür rein. So, genau. Und so. Genau, dann machen wir hier sowas hin. Ich denke mir da was bei. Dann machen wir hier eine mit zwei Druckplatten. Das kann man ja bei den Innentüren so machen. So. So, hier machen wir auch eine Tür rein, ist klar. Jetzt weiß ich gar nicht, wie rum wir die machen, aber wir machen es einfach so rum. Ich denke, das passt schon. So. Die beiden haben wir da. Jetzt habe ich eine Tür so viel. Ich habe sogar. Eigentlich, wenn du so willst, exakt genug gecraftet, weil, also Druckplatten habe ich genug gecraftet und Türen konnte ich ja nicht besser craften, also passt das doch. Okay, leck. Jetzt machen wir da noch die Lava-Spots schnell und dann hätten wir das eigentlich. So. Zack, zack. Zack. Zack, und so, genau. Und ganz ehrlich, das leuchtet so gut aus, dass wir hier ganz sicher kein Problem mehr haben werden, was Mobs angeht. Okay, das haben wir doch dann schon mal gut hingekriegt hier, oder? Weiß nicht. Stimmt, eine Sache wollte ich noch machen, und zwar irgendwie versuchen, also dass es quasi mit Druckplatte und Tür ist, aber trotzdem immer offen ist. Wie habe ich das gemacht? Ich weiß das gar nicht mehr. Hatte ich da drunter eine Druckplatte gemacht? Ich meine eine Redstone-Fackel. Ich gehe mal ganz kurz nochmal und hole mal eine Redstone-Fackel. Ich weiß nicht mehr, ob ich das so gemacht habe. Aber so, dass diese Tür theoretisch nicht zugeht. Also außer man betätigt sie per Hand, aber ich werde da keine Eisentür jetzt reinmachen. Aber ich will, dass da Druck platzt, dass das so aussieht, als ob aber diese Tür immer offen ist, quasi. Hatte ich mir so überlegt, einfach. Fände ich an der Stelle irgendwie cooler. Braucht dafür nur einen Redstone. Redstone haben wir ja zum Glück schon ein bisschen was. Das heißt, wir können hier tatsächlich was draus machen. Das ist schön, auf jeden Fall. So. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder hier lang und bauen jetzt einen hier drunter. Mal diese Dings hin. Und dann mit der Hilfe von Sandstone kann ich das jetzt mal nicht machen. Dann muss ich jetzt mal ganz gut so machen. So und so. Dann machen wir hier so. Und so, die Tür ist automatisch offen. Und die Druckplatten wirken nicht. Das ist sehr schön. Wenn ich natürlich jetzt zumache.
geht das auch nicht. Na gut, ich muss die Tür ja nicht betätigen. Aber das passt dann schon, okay. Gut. Dann werden wir dann, denke ich mal, anfangen damit, dass wir einmal loslegen hier. Also alles mal rüberholen. Dafür nehme ich mal ein paar Kisten mit. Da müssen wir jetzt auch noch mal ein paar Mal rennen, aber dann ziehen wir jetzt endlich in das Haus ein und dann hat sich das endlich mal. Würde ich jetzt mal so sagen. Dann werde ich auch mal mit einer Kistensortierung beginnen, also ich werde erstmal alles reinschmeißen in einen Raum da. Aber naja. So, diese Kiste kann ich doch schon mal gleich mal mitnehmen. Hier ist nichts drin, das passt doch schon mal. So. Gucken wir jetzt mal. Jo, das nehmen wir erstmal schon mal mit hier. Dann gehen wir jetzt gleich erstmal nochmal pennen und dann passt das schon. So. Duppidupidupidu. Ja, ich musste erstmal wieder bringen. Es muss einfach sein. So. Okay, ganz kurz. Schlafen gehen. Und weiter geht's. So, jetzt müssen wir überlegen. Also ich hatte jetzt vor. Also das soll hier so ein bisschen Eingangshalle sein. Hier bauen wir auch nicht rein. Das ist einfach da. Aber so ein offener Raum hier. Das ist Flur hier, das brauchen wir nicht. Hier ist ja noch ein Ausgang. Bauen wir mal daraus wollen. Ich weiß nicht, ob ich ihn verwende. Keine Ahnung. Den Flur wollte ich hier sinnvoll benutzen. Quasi. Hier hinten. Das können wir uns mal nicht markieren, weil hier Mobs dann sonst reinkommen. Hier soll ja dann irgendwann noch so ein Durchgang sein, quasi Richtung in den Berg rein. In den Wüstentempel, der da ja noch ist. Wollen wir das jetzt mal markieren? Ich weiß es nicht. Dann mal hier oben war da der Wüstentempel. Hier so. Genau. Müsste mich ja eigentlich richtig direkt reinbuddeln da. Ich mache das mal einmal, dann wäre das schon mal geschafft. So. Einmal so. Ich habe keinen Platz, fällt mir gerade ein. Egal. Ich buddel mich nur einmal durch, dass der Durchgang schon mal so da ist, wie ich es dann vorhabe. Irgendwann mal. So, da kommen wir direkt im Wüstentempel an. Quasi. Und so hatte ich mir das ein bisschen gedacht. Sozusagen, dass man hier in diesen Wüstentempel sozusagen auch reinkommt. Okay. Dann passt das. Hier machen wir aber so lange noch nicht zu, weil ich erstmal den Sand da holen will. Sand ist kostbar in der Wüste. Weil es zwar bekloppt an ist, ist es auch irgendwie, aber naja. Ich habe meine Gründe dafür, sagen wir es mal so. Okay, erstmal packen wir alles rein und dann machen wir hinterher eine Sortierung. So, genau. Okay. Da hat man auch gerade ein Geräusch gehört, denke ich. Im Hintergrund, das konnte ich jetzt gerade mal nicht vermeiden. Machen wir eben schnell 2 Sandstone. Oder ist hinten drinnen da noch was? Oh, hier liegt auch noch Sandstone, nicht voll Idiot. Na gut. So, hier machen wir erstmal zu. So lange, jetzt habe ich keine Spitzhacke dabei. Mann, ey. So geht die Zeit dahin. Immer so. Falscher Raum. Ich muss mir ja noch zurecht, finde ich. Ich wohne hier noch nicht so lange, sagen wir es mal so. So, jetzt haben wir die Sense nochmal wieder weg. Weil wir den Platz brauchen. So, genau.
Dann holen wir jetzt die nächste Fuhre. Ja, wir machen es einfach mal. Joa. Genau. Die Kiste ist ja schon weg. Da haben wir jetzt einfach mal alles, was hier drin ist. So. Genau. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Ja. Das ist halt ein bisschen umhergelaufen, da werden wir aber auch nächste Folge noch ein bisschen dran sitzen. Und dann können wir eventuell Sonntag in eine Höhle gehen. Wenn wir hier fertig sind, erstmal. Erstmal. Geht natürlich dann weiter. So, Können wir es hier reinpacken? Nee, okay, gut. Nun wird das mal die nächste Fuhre. Ich weiß, wir haben nicht alles losgeworden. Wir sind nicht alles losgeworden, heißt das, aber naja, passt schon irgendwie. So. Ich baue jetzt mal schon die ganzen Kisten hier ab. Oder die Kiste hier zumindest. So. Genau. Und hier können wir auch schon mal einen Teil mitnehmen. Quasi. Huch, leck war da gerade. Ja. Und ich glaube, jetzt gerade im Moment müssen wieder so Hintergrundgerausche gerade sein, irgendwie. Ja, mein PC ist auch gerade laut. Also ich habe irgendwie das Gefühl, immer wenn mein PC lauter wird, dann ist das so. Das hängt damit zusammen, dass ich halt einfach noch kein vernünftiges Mikro habe, denke ich. Ich hoffe, ich fix das damit, dass ich mir mal das hole, wenn ich mal. Weiß ich nicht. Also ich gehe zumindest davon aus. Also wenn ich Kopfhörer habe, dann höre ich es nicht so, aber man hört das halt im Video, weil wenn es so rauscht. Und das kann ich halt einfach echt nicht beeinflussen. Windows ist echt komisch manchmal. Der trödelt, obwohl nichts ist. Sag mal. Ist komisch, aber was soll man machen? Aber ja, das Ding ist gerade laut, deswegen. Na gut. So, einmal so, so genau. So. Und so. Genau, dann nehmen wir erstmal diese Fuhre mit. Ja, und würde sagen, einen Gang können wir wohl noch machen. Oder so, da holen wir alles rüber. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. So, einmal hier nochmal gucken. So. Ich glaube, ich mache hier Folge gerade. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir damit weiter. Nächste Folge werden wir noch sortieren. Und dort geht Sonntag eventuell in eine Höhle. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.